Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim für die Nintendo Switch. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich immer noch bei diesen Schwarzfallpassagen und muss immer noch mit meinem Krug sozusagen füllen. Das machen wir jetzt auch weiter. Jetzt gehen wir einmal zur nächsten Stelle, wo wir eventuell hinkommen können. Woraus hoffen wir mal, dass wir da auch gut hinkommen. So, ne, da brauchen wir nicht hin. Wir gehen mal außen rum. Ja, ich mag euch auch ganz herzlich willkommen heißen, erstmal zur 50. Folge Skyrim. Ich finde, das ist schon wahnsinnig viel, wenn man überlegt, dass ich gar nicht überlegt hatte, so viel. Ich dachte, ich würde das Spiel so ein bisschen spielen und es wird gar nicht so lang werden, aber man sieht, das zieht sich ganz gut. Ich meine, es gibt natürlich andere Leute, die das gespielt haben, werden es auch festgestellt haben. Das zieht sich. Aber wie gesagt, 50. Folge ist ein kleines Jubiläum sozusagen. Da drüben hin gucken wir uns mal nicht an. Das wollen wir nicht kalt machen. Ah, wir können ja hier weitergehen. Ja, ich finde es schon krass. Also, ich bin im November gestartet mit YouTube und Spiele zu fassen. Eigentlich wollte ich nur Nintendo Switch machen. Aber ich fand dann so konsolenexklusiv nur Spiele zu machen auch ein bisschen öde. Und habe mir dann überlegt, ne, komm. Dann nimmst du noch die PlayStation 4 mit rein und den PC. Allerdings habe ich jetzt nach reifigen Überlegungen und hin und her probieren, muss ich ja so ein bisschen ausprobieren, finde ich. Man macht ja nicht YouTube, also ich habe jetzt keinen richtigen Plan gehabt. Ich wollte einfach nur spielen und dachte, während ich spiele, kann ich auch mit Leuten noch was machen. Ja, und das habe ich jetzt gemacht und wie man sieht, bin ich jetzt ein bisschen... Habe ich natürlich viele Nintendo-Spiele, die ich dabei habe. Wobei ich die Nintendo Switch auch sehr liebe und finde das einfach genial. Und deswegen wird die Nintendo Switch ein fester Bestandteil von meinem Kanal sein. Allerdings werde ich nicht alle Spiele spielen. Es hat mich, ganz kurz, es hat mich noch jemand, ein paar Leute schon gefragt, wie es aussieht mit Kirby, Star Allies. Das werde ich nicht spielen. Das Spiel ist für das jüngere Publikum gerichtet. Das ist wirklich jüngeres Publikum, glaube ich. Und da passe ich nicht ganz rein. Ich habe gemerkt bei der Demo, nee, das ist nicht so meins. Das war alles ein bisschen zu leicht. Selbst die Schwierige war zu leicht. Die Gegner machen fast alles. Klar kann man ein paar Leute abwählen, dann spielt man alleine oder zu zweit, beziehungsweise. Aber das ist nicht für mich. Ich glaube, für einen Abend gemeinsam mit Freunden vor der Nintendo Switch am Fernseher, vier Leute gleichzeitig, perfekt, gute Unterhaltung. Für mich alleine zum Let's Play ist das nicht so mein Ding. Aber es wird ja genug andere Leute geben, die das Let's Playen. Und da kann ich an Domtendo verweisen, der wird es definitiv Let's Playen. Und Musician werde ich schon auch Let's Playen, also von daher. Gut, hier unser vierter Prälat. Den wir mal kurz mit reden. Initiat. Ja, bin ich. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ich bin sowas von bereit. Auriel segne euch, mein Kind. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Super, mach mal auf die Kiste, damit wir da rein können. So, ja, und da es die 50. Folge ist, werde ich nebenbei ein bisschen quatschen. Ich hoffe, das stört nicht euer Rollenspiel-Flair, aber die Strecken, wo man weit läuft, ich finde, da kann man auch mal schnacken. So, schöpfen wir noch ein bisschen Wasser. Okay. Jeder fünft. Da geht es zurück zur Passage, aber es muss doch noch ein. Haben wir vier gefüllt, das muss doch noch eingeben. Na gut, gehen wir erstmal hier durch. Okay. Genau, und auch bei Ladesequenzen. Ich finde, da kann man auch ganz gut mal erzählen, wie man sich so sieht auf YouTube. Ich kann nur sagen, ich fühle mich hier recht wohl. Hab bis jetzt auch nur nette Leute kennengelernt. Und es macht wirklich teilweise, nicht nur teilweise, sehr viel Spaß. Auch wenn man nicht immer, wenn ich nicht immer dazu komme, alles pünktlich zu veröffentlichen, ich hoffe, das sieht man mir nach. Man hat ja auch noch ein normales Leben und es klappt leider zeitlich nicht immer. So, Portal zum Schrein des Entschlusses. Portal zum vergessenen Tal. Portal zum Schrein der Version. Und das ist Portal zum Schrein der Leere. So, 1, 2, 3. Hier. Es fehlt doch noch dieses Portal hier wahrscheinlich. Hier weg, da Serena. Dahinter, aber da ist noch keiner. Die müssen wir jetzt erstmal finden. Ja, teste ich mal. Gehe ich mal hier rein. An der Leere. Von irgendwo muss ich den ja finden können, von irgendeiner Seite aus. Ist ja ein bisschen labyrinthartig hier drin.
Wir gehen kurz raus. Da sind wir gerade von gekommen, wie ich sehe. Macht ja aber nichts. Gehen wir hier rein. Ein Portal des Entschlusses. Ja, wie gesagt, PlayStation Pro werde ich weitermachen und auch Nintendo Switch. PC wird auslaufen mit Kingdom Come. Wird keine PC-Spiele machen. Einfach aus dem einfachen Grund, dass der PC für mich immer noch mein Shooter-PC ist und ich spiele halt meine Shooter drauf. Finde ich jetzt aber auch nicht so tragisch. Ich meine, fast die besten Spiele werden eher alle für die Konsolen veröffentlicht. Euch vor eurem Feind schützen. Okay, es macht jetzt nicht so viel Sinn hier gerade. Wir mal gucken, wo wir hin müssen. Mein Gott. Es fehlt uns noch eine Quelle. Finden wir die hier drüben? Das ist doch merkwürdig, die muss doch irgendwo zu finden sein. Wollen wir hier die Karte aufrufen? Oh. Gott. Aktueller Standort. Fülle den Wasserkrug. Ja, da sind wir ja gerade. Nicht das Problem, ne? Nun gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal da rein und gehen, obwohl. Müssen wir den anderen Weg gehen. Wir gehen mal hier längs. Schauen wir mal nach. Und ich kann schon wieder nicht so viel tragen. Das ist wirklich ätzend mit meinem Arm, ne? Aber naja, was soll's. Aber Bücher kann ruhig weg. Bin ich hier richtig? Das Eislaufen ist auch irgendwie gruselig, ne? Knackt und knirscht. Und denkt, gleich kracht es zusammen. Muss da hinten hin? Oh, was ist das denn? Oh, kann man neue Wörter lernen? Jener Wörter? Ach du Okay, mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Drachen? Habe ich Drachenfall an? Mach den Drachenfall mal an. Oh, ich glaube, wir sollten nicht auf dem Eis stehen, wenn die kommen. Gold. Wo ist der zweite Drache? Der flattert doch noch bestimmt hier irgendwo rum. Da drüben ist er. Ach, Mist. Warum muss Eis müsste auch der Schmelz mal sein? Der Mirak, der klaut sich schon wieder meine Seele. Da. Also den müssen wir jetzt mal bald irgendwie platt machen. Der klaut mir immer die ganzen Seelen. Das ist auch wirklich nervt. Na gut. So ein Spinner. So, gehen wir da hoch.
Sport gemacht, kann Ausdauer, Lebenskraft entziehen. Ah, sehr gut. Kleines Kistchen ist hier auch. Gold. Sehr gut. Da liegt noch mehr rum. Ja. Okay, aber müssen wir erst jetzt trotzdem mal unseren dritten Trank füllen, sozusagen. Was ja irgendwie gar nicht so leicht ist, denn... Und da komme ich nicht hin. Da müssen wir natürlich die... Ich muss da hinten nochmal durchs Portal gehen und woanders hin reisen. Gucken wir uns da mal die Karte an, ob wir da irgendwo noch was finden, wo wir den Becher leeren können. Beziehungsweise aufnehmen können. Ja. So, ja, also wie gesagt, mag ich Rollenspiele. Ich bin jetzt vielleicht nicht der fantastischste Rollenspieler der Welt, aber ich finde Rollenspiele sehr spannend. Deswegen werde ich die auch wahrscheinlich immer einen größeren Teil meines Kanals einnehmen. Das ist auch gut so. Ich werde die probieren auf der Switch. Ich werde versuchen, mehr so Exklusivtitel für die Switch zu spielen. Allerdings nicht alle. Also die mir gefallen. Also ich spiele wirklich nur das, was mir wirklich gefällt. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Das andere macht irgendwie keinen Sinn, glaube ich. Das hier? Wir gehen mal hier nochmal rein. Gucken uns da die Karte an. Und außerdem finde ich, ist es auch sehr wichtig, dass man sich dem treu bleibt, was man mag. Nur was zu spielen, weil alle hypen, habe ich keine Lust zu. Werde ich auch nicht machen. Aber trotzdem wird es Spiele geben, die ich definitiv auch spielen werde, weil ich es einfach gut finde. Also ich bin absoluter Far Cry Fan. Ich habe wirklich alle Teile gespielt. Far Cry Primal war ich ein bisschen... Ja, war ich nicht ganz so enthusiastisch wie bei anderen Spielen. Aber Far Cry 3 war absolut eins meiner Lieblingsspiele. Die ersten beiden Teile habe ich auf dem PC noch gespielt. Den zweiten Teil, das war so, ja, lala. Der dritte Teil war wirklich... Ah, es war wirklich der Hammer. Und ja, der vierte Teil... Ja, den habe ich auch gespielt. Der war allerdings so ein bisschen so ein kleiner Abklatsch von Teil 3, so mit den Bösewichten so. Aber der fünfte Teil, der sagt mir einfach definitiv mehr zu. Der sieht einfach fantastisch aus. Und ich hoffe, dass er sich auch so spielt. Der wird auf jeden Fall definitiv auf meinen Kanal kommen. Am 27., wenn es halt erscheint. Keine Ahnung, wie es die anderen Let's Player machen, dass sie die Spiele immer so früh haben. Ich weiß es nicht. Ich bekomme sie nicht so früh, leider. Ja. Was ist? Gehen wir mal hier rein. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dann muss man halt den Händler gut kennen. Keine Ahnung, vom GameStop oder so. Vielleicht arbeitet ein Freund da und dann sagt er, komm her, kriegst du von mir hier schon vorher. Ich weiß nicht, wie das geht. Bei mir geht's nicht. Ich habe gemerkt, ich muss immer auf die Spiele warten, bis sie da sind. Uns ist es auch gut. Also hier waren wir auch schon. Warte mal, ich habe jetzt... Da kommen wir gerade her. Ich weiß nicht schon. Ich so ein bisschen bewährt hier oben. Gucken wir auf die Karte gleich. Kommt man denn da hin? Möge auch... Muss man die komplett befreien, vielleicht, die Karte, dass man den Punkt noch findet? Das kann ja gut sein. Ich weiß es nicht. Wollen wir hier mal rausgehen und gucken? Tun wir das mal. Gut. Doch merkwürdig. Wer ist da? Ah, du musst den Knopf drücken hier bestimmt. Okay, ich will ihn auf.
reinkommen. Die Fallen sind ja überall, ne? Aber hier geht's nicht weiter. Die Karte angucken. Aktueller Ort ist einfach dunkel. Hier gibt's nichts. Hm, so merkwürdig. Ein Weg, wo man nicht längs gehen sollte? Aber wir gehen mal hier oben längs. Woher seid ihr? Warte, da. Komm. Nein. Ich wollte mein Schwert natürlich trotzdem behalten. Ich wollte so ein Feuer ablegen. Also. Jo! Ja! Genau, beballer den mal schön, damit ich gleich das Ziel habe mit ihm. Serana. Ich war sicher, ich hätte irgendwas gehört. Kein Plan, wo wir sind. Wir laufen mal weiter. Ich glaube, wenn jetzt jemand irgendwas schießt. Pfeile oder so. Macht uns aber nichts aus. Da ist eine Höhle. Gehen wir da rein? Schafhahnhöhle. Gucken wir mal aus. Ich bringe uns das ja weiter. Hier ist ganz schön dunkel drin, dann gehen wir weiter. Okay, hier ist wirklich dunkel drin. Vielleicht sollte man eine Fackel rausholen. Ah, wohl. Es wird immer dunkler hier drin. Bisschen gruselig. Hier gehen wir mal weiter runter, wie man sieht. Okay. Kann ruhig mal wieder ein bisschen. Ah, hier ist ein bisschen heller. Das ist schon mal ganz gut. Ganz dunkel ist wirklich ein bisschen schwer. Da ist noch so ein ekliges Viech. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Da ist noch ein ekliges Viech, komm her. Oder mich hinterlässt von hinten angreift. Okay. So, das ist eine Kiste. So. Schuppenhelm des großen, der großen Zerstörung. Den nehmen wir mit. Essenz des Waffenschmieds im Augenblick, goldenen Augenblick, Wunschstein des Elfenbogen der Verbannung. Glück noch hier. Aber das Ding können wir gleich mal einsetzen, den Helm. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bekleidung. Ring der Zerstörung, haben wir zwei von. Schuppenhalter. Klingt doch gut. Wir müssen ein paar Sachen loswerden nochmal. Beschwerung. Gewichte, also leise Gewichte immer so. So. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Schauen wir mal. Ja, also. Hier klemmt irgendwas.
Perfekt. Weiter geht's. Muss ja hier weitergehen. Wollen wir wieder da hoch erstmal? Serana, folge mir mal. Hier hinten längs. Noch einen kleinen Weg bestimmt. Zumindest zeigt unsere Navigation oben ja, dass es hier längs geht. Und wir probieren es einfach mal. Ja, da geht es wieder raus. Das ist keine besonders große Höhle. Jo, hat jetzt vielleicht auch nicht so viel gebracht, aber naja. Schauen wir mal. Immer Loot geht in Wallung. So, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo wir sind. Die Karte bringt mir auch nicht viel hier, ne? Schafanghöhle, Schafanghöhle. Da sind wir jetzt längst gegangen, okay. Also. Gut. Gucken wir mal, wo wir hingehen. Das ist so blöde. Ich würde ganz gern wissen, wo ich denn das letzte Ding da einführen kann. Aber irgendwie scheint es hier gar nicht so was zu geben, oder? Wirklich blöd. Na gut, wir müssen jetzt trotzdem noch hier weitergehen. So. Auf jeden Fall dahin irgendwie. Wir müssen in die Richtung gehen. Wenn wir wieder zur Tür, zum Portal wollen. Das geht's ja nicht. Woher seid ihr denn? Oh. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie dumm war das denn? Habe ich mein Leben, meine Heilung nicht angemacht. Wie dumm. Ja, das war dumm. Aber naja. Nächstes Mal besser aufpassen. Und vielleicht sollte man zwischendurch auch mal ein bisschen speichern. Da steht auch was in der Questlog drin, wo ich hin muss. Ja, steht natürlich nichts dabei. Ich will trotzdem mal in die Richtung laufen. Ich will einmal sehen, wo wir da hinkommen. Ich decke hier erstmal die Karte auf hier. Damit wir auch diesen letzten Krug da füllen können. Machen gar nichts. Ah, jetzt. Okay. Jetzt mal weiter. Und wir müssen schwimmen. Das ist der Weg, wo wir gerade eben hergekommen sind, ne? Macht aber nichts. Ich renne da jetzt mal hin, ich will irgendwie wissen, wo ich zum fünften Initiat komme. Was wirklich ein bisschen nervig ist, wenn ich den jetzt nicht finde. Aber... So. Ist ja auch echt blöd, ne? Dass man hier so ein bisschen rumsuchen muss. Macht aber nichts. Wir werden es schon finden. Wir werden es schon finden. Also hier, man kann anscheinend hier weitergehen. Hatte ich ja schon probiert, das klappt ja nicht. Vielleicht da oben über die Berghänge? Wollen wir das mal probieren? Machen wir mal. Fällt gerade ein Skelett runter. Und das Skelett her. Drachenskelett. Habe ich hier auch einen Drachen getötet? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Kann sich jemand von euch dran erinnern, dass wir hier einen Drachen getötet haben? Also unten auf dem See, das weiß ich ja noch, aber hier? Ich denke nicht. Naja, egal. Okay.
wandern wir noch ein bisschen. Bin ich eigentlich hier an der gleichen Stelle wie gerade eben? Und nicht. Gehen wir hier runter. Okay, auf jeden Fall waren wir hier und waren wir auf jeden Fall noch nicht. Woher seid ihr gekommen? Aber wahrscheinlich, ne? Die Gletscherspalte. Wir gehen mal in die Gletscherspalte. Schauen wir mal, was uns da so präsentiert wird. Sieht irgendwie schön aus. Oh. Oh, die ist auch gar nicht mal so klein. Da hinten ist irgend so ein Bergtroll. Speichern. Ich dachte, er wird die Pfeil mal angreifen. Ich kann auch gar nicht sehen, wieso kann er mich treffen? Und die sind blind. Auch Quatsch, ne? So. Warte jetzt. Ich hab die Brücke zerstört hier, Spinner. Trotzdem noch rüberkommen? Oh, ne? Nicht gerade die stabilste Konstruktion. Mehr hätte ich von diesen Kreaturen auch nicht erwartet. Was willst du denn erwarten von solchen Viechern, die nicht sehen können? Ich find's schon komisch, dass sie mit einem Pfeil und Bogen treffen können. Oder? Sehr merkwürdig. Okay. Wahrscheinlich auch wieder nur eine Abkürzung woanders hin. Aber die müssen wir jetzt leider nehmen. Ich kann ein Tor öffnen. Wie geil ist das denn? Was eine Falle? Rüber hopsen? Da ist eine Spinne. Müssen wir gleich verbrennen. Hier ist ein Pfeil mein Nest dahin, würde ich sagen. Wir gehen mal hier weiter. Lassen wir die Leute da unten mal rumhängen. Wenn wir hinkommen. Eieiei. Naja, du lässt ja doch keine Ruhe, ne? Sonst auch nicht, wo Serana ist. Hat sich mal wieder abgesetzt, das. Oh, warte mal. Ich verstehe gar nicht, was die mit Gold wollen immer hier. Kann ich nichts kaufen. Eieiei. Falle nicht gesehen, das war natürlich nicht so klug. Da drüben rüber. Rein.
Ah, eine ganz schön große Höhle, ne? Muss ich ganz gut verlaufen dran, glaube ich. Was da oben längs? Bin ich von hier gekommen? Ich hoffe nicht. Eigentlich nicht. Würden ja hier noch ein paar Fallen mehr liegen, ne? Das tun sie recht. Gut. Kurzer Prozess, würde ich sagen. Ein kurzer Prozess. Hoch. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Mach ich raus. In eine andere Ecke wieder. So, das war's wohl mit der Gletscherhöhle. Und drüben sind wir reingekommen. Okay. Gucken wir, wo wir landen. Die Kuh gehört zu dem weitesten verbreiteten Haus, den Himmelsrand. Sie versorgt für Nord, wird die Nord mit Fleisch, Milch und Fell. Ja, das ist wunderschön. Da. Da ist doch endlich der richtige Pfeil. Das wohin müssen. Ich mir nicht, wie es hier aussieht. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin sollen. Jetzt werden wir den letzten Krug aber erst in der nächsten Folge füllen, denn die Zeit ist schon wieder um. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss.